Ja, sehr geehrte Festgäste, in meinen Gedenkworten will ich, ohne unserer Festrednerin vorgreifen zu wollen, primär die Parallelen zwischen dem historischen und dem heutigen Heimatdienst aufzeigen. Er wurde gegründet am 10. März 1920, vor also exakt 100 Jahren, dessen Aufgabe gewesen ist, die Volksabstimmung pro Österreich vorzubereiten, propagandistisch vorzubereiten. Im Kampf um ein ungeteiltes Kärnten bei Österreich spielten unterschiedliche Ideologien keine Rolle. Alle zogen an einem Strang, wenn auch oft und auf vielen Kompromissen aufgebaute Gemeinsamkeit nach dem Vorbild des Heimatdienstes 1920. Eine weitere Übereinstimmung des historischen KHD mit dem heutigen Heimatdienst gibt es im Streben nach Verständigung und Versöhnung mit den ehemaligen Gegnern. Nachdem der Kärntner Heimatdienst 1920 schon unmittelbar nach Bekanntwerden des pro-österreichischen Ergebnisses der Kärntner Volksabstimmung vor Racheaktionen und wörtlich an den Unterlegenen und Verführten gewarnt hatte, verkündete das Organ des Kärntner Heimatdienstes, die Kärntner Landsmannschaft, als eigene Zeitung, am 27. Oktober 1920 auf der Titelseite. Das nächste Ziel heißt Versöhnung, Verständigung, Frieden.